Welcome back zu einem neuen Ich öffne 20,2 Kisten, bis ich Gold bekomme Folge. Da war schon Red, da ist Pink. Wir haben noch kein Red und kein Pink, glaube ich, ne? Seitdem wir die Kisten öffnen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil die so weit auseinander liegen, die Aufnahmen, dass ich, dass das miteinander so ein bisschen verschwimmt, das Ganze. Oh, wir haben Pink, wir haben zu spät angefangen zu wackeln. Okay, das bedeutet, wenn wir sofort wackeln, dann kommt Gold. Mann, ey, du kannst doch einmal mitspielen bei sowas. Wie cool wäre das? Hm. Ja, sieht nicht gut aus. Reiben wir das Gold mal, haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja, das ist ganz schön quakig hier, du. Also bisher muss ich aber auch sagen, die Gamma 2 ist eine ziemliche Trötnasenkiste, weil die Knives sind natürlich spannend hier drin, ne? Also Gamma Knives sind super cool, so. Also Gamma 2 Kiste ist ganz nice, was die Knives angeht. Aber die Skins an sich hier drin sind halt so bad. Ne? Selbst hier das Top-Item ist halt nichts wert. Also Star Trek FN, okay, da kannst du noch ein, keine Ahnung, 200 oder was. Also ist wirklich nicht viel. Im Vergleich zu anderen Kisten natürlich. Ne? Also wenn wir die hier zum Beispiel sehen. Ist nur viel testet leider. Sieht aber gut aus, ne? Für viel testet, finde ich. 0,301er ist auch nicht die beste Float. Aber ich finde die ganz cool. Vor allem, also ist wirklich eine schlechte, viel testet Float. Aber trotzdem, also da muss ich sagen, für diese Condition sieht die Fire Serpent ganz cool aus. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt für eine AK drin? Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe da eine FN Fire Serpent, aber nicht Stat Track. Da struggle ich ja immer, ne? Für ein Loadout. Was nimmt man da? Das sind First World Problems, aber ich meine eher so allgemein gesehen. Sagen wir, du hast... Ah, okay, ich habe die drin. Ich habe gar keine. Ich habe nur eine Battlescard. Was würdet ihr jetzt reinjuckeln? Das hier für den digitalen Schlong-Vergleich? Oder halt die, weil die halt super clean ist. StatTrak FN Vulcan. 0,068er Condition. Ich meine, die Vulcan sieht aber auch so sexy aus, ne? Ich finde, das ist halt auch ein super overrated Skin. Ich finde den ja optisch nicht mehr super krank. Und der ist halt nur viel testet. Würdet ihr die Fire Serpent spielen, weil sie halt StatTrak ist? Ne? Und viel testet? Und halt irgendwie ein paar tausend kostet? Oder ich weiß nicht, wie teuer die ist, aber die kostet... Was kostet die? Ein Taui? Irgendwie? Weiß gar nicht. Kann man wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es die nicht im Market, ne? Ich meine, das ist eh kein großer Indiz dafür. 1200 ungefähr. Also laut Steam, ne? Aber ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe eigentlich immer, wenn dann, für die FN-Skins. Selbst wenn ich StatTrak Minimal Wear habe. Also auf jeden Fall bei den gleichen Skins. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Skins, da ist das halt natürlich noch eine persönliche Präferenz. Vielleicht findet jemand von euch die Fire Serpent extrem cool und auch optisch nice und gefällt die Vulcan zum Beispiel nicht. Denn das ist natürlich eine leichte Entscheidung. Also was auch eine leichte Entscheidung ist, Gold zu bekommen. Hm. Come on. Gib Gold. Give it to me, baby. Back. Ich muss echt, also... Ich muss die Maus wegschmeißen. Diese Maus kostet 300 plus Euro. Ich habe mir die auszahlen lassen von einer externen Seite. Deswegen ist das nicht so einfach, da mit technischen Sachen dann wieder zurückzukommen. Ich müsste mich halt mit den ganzen Sachen auseinandersetzen, wahrscheinlich über die Seite dann zu dem Hersteller. Dann muss ich, ja, also ich muss auf jeden Fall dafür eine Menge machen. Und das
ist definitiv nicht mehr in den 2 Wochen, ja, sondern die Maus habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten. Und ich hätte gedacht, dass mit so einem Software-Update das Ganze gefixt geht, weil ich gelesen habe auf Twitter, also ich habe selbst ein bisschen geguckt, auf Twitter wurde das halt gesagt, dass es halt mit irgendeinem Firmware-Update dann gefixt wird. Das hier. Ich scroll runter. Oh, okay, cool. Ah, ja, wieder hoch, nein, okay. Ey, das ist jetzt der Vorführeffekt, dass es jetzt geht. Und das ist übrigens... Es ist nur bei runter gewesen immer. Wieso geht denn das jetzt? Hä? Willst du mich verarschen? Ah, da war aber... Ja, da, nee, ihr seht rechts immer die kleinen Sprünge. Ach komm, halt der Maul. Auf jeden Fall, ich muss meine alte Maus wieder annehmen. Die war auch gut. Die war besser, weil die hat funktioniert. Und das stört mich extrem, gerade beim Scrollen auf Twitter oder sonst irgendwas. Naja, kleines Rumgeheule. Machen wir ein bisschen was in den Trade-Up rein. Ja, es war ein Trauerspiel, ne? Also, die Gamma 2 geht in Gefilde, die mir nicht gefällt. Aber, it is what it is. Static Blue. Zack. Ich hoffe, bei CS2 ändern sie das System. Das habe ich schon zigmal gesagt, aber das ist so nervig, ey. Warum kannst du es nicht einfach mit einem Linksklick reinjuckeln? So, Bro. Und die wissen doch, dass ganz viele große Unboxings regelmäßig passieren und Leute sehr viel auch Trade-Ups machen und so. Oder nicht? Das ist so super nervig. Und vor allem kein persönlicher Touch mehr, ne? Mit der Unterschrift, mit so alles schwarz machen und so. Das war schon richtig cool. Naja. Purple zu Pink. Okay. Ja, Star Trek Purple wird nix. Zack. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein Pink zu Red, oder? Let's go. Nein, Mann, wieso equippe ich das denn? Das passiert mir so häufig. Hä? Achso, welche hatten wir denn drin? Die, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, das war nix. Haben wir noch... Ne, haben wir nicht hier, oder? Oh, wir haben tatsächlich eine Menge Star Trek Pinks. Wait. Ich gehe natürlich nicht auf die Condition. Das ist interessant. Ein Star Trek Pink Upgrade, field tested, well worn, minimal wear, field tested, well worn, field tested, field tested, field tested, field tested und well worn. Wir kriegen sehr wahrscheinlich field tested, würde ich sagen. Wir können bekommen die AWP Chromatic oder USP Print Stream, das wäre nice. AK-47 Asimov, auch in Star Trek, wäre nicht schlecht, oder AWP Neonoa. Wir haben die PP Bison Judgment, wären Lost. Chanticus Fire wäre auch schlecht. Empress und See You Later, die Empress, okay. Die USPS The Traitor und In Living Color. Welche sind das denn nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. 5-7 Angry Mob oder The Emperor. Neon Rider und Desert Eagle Code Red. Wildfire und die Farmers. Ja, und das haben wir schon. Ich glaube, die USPS Print Stream ist mitunter. Ist die Asimov besser? Ich glaube nicht. Ich Living Color, ich habe den Skin, aber ich weiß nicht, welcher das ist. AWP Wildfire auch nicht schlecht. Come on! Oh. Okay. 0,21.
Also natürlich viel getestet. Die StatTrak AVP Chromatic Aberration. Schauen wir mal. Steam, please. Ah ja. Huh? Okay. Bitte was? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Rein. Tschüss.